So Leute, Gude, heute mal live und in Farbe auf meinem YouTube-Studio. Und heute baue ich die Küche bei meinem Eltern weiter. Erstmal die Arbeitsplatte reinschwanzen. Auf die Küchenzeile Spack zwischen die zwei Türrahmen stecken. Von dem Induktionskochfeld auf die Arbeitsplatte übertragen. Schön rechtwinklig alles anzeichnen und ausschneiden. Ein paar Maße hingekritzelt. Erstmal ein paar Löcher gebohrt mit einem 10er Holzbohrer. Dann abkleben, damit der Schlitten von der Stücksäge die sichtbare Holzplatte nicht verkratzt bzw. Schleifspuren lässt. Dann kann man in die Löcher, die ich gebohrt habe, das Sägeblatt der Stichsäge einführen und die einzelnen Seiten ausschneiden. So, wenn das erledigt ist, Platte wieder auf die Schränke. Ceranfeld vom Elektriker zusammenklemmen lassen mit dem Ofen. Einsetzen und die Arbeitsplatte mit den Schränken verschrauben. Ofen noch an dem Unterschrank festschrauben. Und fertig! So schaut's aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Bis dahin, ciao! Geiler Abspann!